Warren Buffett hat einmal gesagt, sei gierig, wenn die anderen ängstlich sind und sei ängstlich, wenn die anderen gierig sind. Derzeit sind alle gierig und diese Gier hat einen Namen, KI. KI, 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 was soll schiefgehen? KI wird doch alles positiv verändern. Produktivität wird wachsen, die Wirtschaft wird wachsen, die Unternehmen werden profitabler, was wir mit den Leuten machen, die dann möglicherweise gar nicht mehr nötig sind als Arbeitnehmer. Das ist eine andere Frage, auch die wird KI natürlich lösen und so sind wir in einer Situation beste aller Welten und sehen auf der anderen Seite, dass wir geopolitische Spannungen haben, wie seit Ende des Zweiten Weltkrieges nicht mehr Russland, Ukraine mit der Gefahr einer direkten Konfrontation zwischen der NATO und Russland, nachdem etwa die Bestrebungen, Soldaten aus Frankreich, aus Großbritannien direkt in der Ukraine einzusetzen, sozusagen als Hilfestellung für die ukrainische Armee immer evidenter werden. Russland sagt, wir sind in einer direkten Konfrontation bereits mit der NATO. Dann haben wir natürlich diesen Flächenbrand im Nahen Osten, Israel. Wir haben aber vor allem diese Taiwan-Geschichte und wollen uns mal anschauen, diese Ruhe an den Märkten gemessen etwa am Angstbarometer auf der einen Seite und diesen doch sehr heftigen geopolitischen Spannungen auf der anderen Seite. Hier sehen wir mal den VIX mit dem niedrigsten Stand seit Jahren unter 12. Damit sind wir, diesen Index gibt es seit 1990, in einer der obersten Perzentilen der VIX-Geschichte. Also selten war es so, dass die Märkte so angstfrei waren, wenn man so will. Aber jedes Mal, wenn wir dann solche Niveaus erreichen, kommt ein Anstieg der Volatilität, kommt ein Anstieg des Angstbarometers. Es ist nur eine Frage der Zeit, denn diese Ruhe, die ist durchaus ungewöhnlich. Durchschnittlich steht der VIX knapp unter der 20er-Marke. Und hier sehen wir mal diesen Anstieg, etwa im S&P 500. Da ist noch ein bisschen Platz nach oben beim S&P 500. Dann würden wir eine langfristige Trendlinie kommen. Oben im RSI eine Divergenz ausbilden. Und wir sehen, dass der breite Markt gar nicht so mitspielt. Equal Weight, also alle Aktien gleichgewichtet in Relation zum S&P 500, wo vor allem eine Nvidia dominiert. Wir sehen, dass wir jetzt hier eine wichtige Unterstützungsmarke erstmal durchstoßen haben im Verhältnis Equal Weight S&P zum S&P 500. Wird das wieder eingeholt? Fragezeichen. Oder wie geht es da weiter? Auf jeden Fall sehen wir auch beim Nasdaq, der kommt an die langfristige Trendlinie ran im Wochenchart. Wir sehen bei Nvidia massive Divergenzen. Ich hatte das gestern schon gezeigt. Kurs steigt immer weiter. RSI deutlich tiefer als beim letzten Hoch. Also wir sehen negative Divergenzen in den Charts. Wir sehen einen massiven Unterschied zwischen dem Dow Jones und dem Dow Jones Transports, was nach Dow Jones, nach Dow-Theorie auch jetzt nicht das beste Zeichen ist. Aber auf der anderen Seite sehen wir Aktienmärkte wie den S&P 500, der seit 317 Handelstagen nicht mehr mehr als 2% gefallen ist. Und wir sehen eine niedrige Volatilität nicht nur bei den Aktienmärkten, sondern auch an den Devisenmärkten, auch an den Anleihemärkten, wie diese untere Grafik hier zeigt. Also scheinbar Ruhe, Angstfreiheit, was soll schon passieren? Es ist alles gut, es ist alles allerbestens und das verdanken wir vor allem dieser KI-Euphorie. Nvidia ist jetzt mehr wert als Meta, Tesla, Netflix, AMD, Intel und IBM combined, also als die alle zusammen. Und Nvidia ist jetzt auch mehr wert als der gesamte australische Aktienmarkt, als der gesamte südkoreanische Aktienmarkt und der deutsche Aktienmarkt. Warum nicht? Und wir sehen dann solche Dinge wie Gemini von Google, also diese KI. Und das ist vielleicht typisch, was irgendwie da noch fehlt, neben wirklich guten KI-Anwendungen, die es derzeit gibt, die zumindest manche Bereiche sehr gut abdecken. Googles KI ist nicht in der Lage, Satire von Nicht-Satire zu unterscheiden, weswegen man zum Beispiel auf Texte von The Onion zugreift. Das ist ein amerikanisches Satire-Magazin und dementsprechend Antworten auf Anfragen gibt, die natürlich total Bullshit sind, weil sie eigentlich Satire sind. Deswegen empfiehlt man seine Pizza anzukleben,
Man sagt, es wäre sinnvoll, Steine zu essen und andere total irre Resultate. Gar keine Frage, dass das eben das große Problem ist. Im Grunde haben wir keine künstliche Intelligenz. Wir haben Datenbankenabfragen. Und wenn diese Maschine eben nicht unterscheiden kann zwischen Satire und der Nicht-Satire, wenn sie auf Datenbanken zurückgreift, dann nimmt sie eben Dinge, die völliger Quatsch sind. Dennoch kann Elon Musk, der einen Supercomputer jetzt bauen will, 6 Milliarden Dollar hier aufnehmen von Investoren überhaupt. Elon Musk und Nvidia scheinen eine Kooperation eingegangen zu sein. Im Geiste sind zwei Blasenbrüder sozusagen, zwei Pusher, zwei Leute, die eben ihre Aktienkurse nach oben geprügelt haben. Bei Tesla geht das nicht mehr, aber dennoch Hilfestellung von Wang, dem CEO von Nvidia, der gesagt hat, also Tesla sei mit Abstand in Sachen autonomes Fahren führend. Elon Musk hat jetzt gesagt, also für diesen Supercomputer, da würden wir dann Nvidia-Chips kaufen. Also da sehen wir, da ist eine gewisse Brüderschaft im Geiste offenkundig der Fall. Dennoch, Hedgefonds haben jetzt, wenn wir zu den Märkten kommen, in der letzten Woche so viel verkauft wie seit Januar nicht mehr, nachdem wir Wochen hintereinander an Käufen gesehen hatten. Wir sehen auf der anderen Seite hier diese Schuldenthematik. Jetzt hat sich auch Janet Yellen verabschiedet von der Aussicht und Hoffnung auf niedrigere Zinsen. Die hat gesagt, ja gut, dann brauchen wir eben höhere Steuereinnahmen. Wie soll das gehen? Das ist die große Frage. Biden sagt, wir müssen die Kapitalertragssteuer deutlich anheben. Das schmeckt der Wall Street nicht. Hier sehen wir, ab 2012 haben die Schulden das BIP der USA das erste Mal überboten. Jetzt sind wir weit über 100%. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass das natürlich auch durch die Politik der Fed gekommen ist, die dadurch im Prinzip Financial Assets aufgeblasen hat. Die sind jetzt sechsfach so viel wert wie das gesamte BIP in den USA, einer der Höchstwerte. All das korrespondiert steigende Schulden, steigende Aktienmärkte, das hängt miteinander zusammen. Und heute sehen wir wieder einige Fed-Speaker wie Mester, die sich schon geäußert hat, aber nichts Relevantes gesagt hat. Bowman kommt, Kashkari kommt, beide eher hawkisch unterwegs. Und dann noch Cook, auch eher hawkisch. Dann morgen Williams, Bostic und so weiter. Also dieser Reigen an Fed-Speakern, der geht weiter. Im Vorfeld der Daten am Freitag, die wahrscheinlich das wichtigste Event dieser Woche sind, die PCE-Verbraucherpreise. Und hier hofft man, dass die Kernrate ein bisschen tiefer ist, mit dem niedrigsten Anstieg von vor einem Jahr oder seit einem Jahr. Hier sehen wir mal das, was am besten und am schlechtesten gelaufen ist in der Welt. Wenn wir jetzt in Richtung Geopolitik wandern, sehen wir ganz hinten Brasilien, Indonesien, New Zealand, Thailand. Und so weiter, ganz oben Türkei, gell, hast du ein bisschen Inflation, hast du starke Aktienmärkte, Peru, Argentina, auch in Argentinien, ja, leichte Inflation, besser geworden unter Milei. Und Kolumbien, dann schon die Niederlande, die USA sind da schon im vorderen Feld mit plus 11,8%, aber nicht ganz vorne und schon gar nicht China. China ist offenkundig immer mehr dabei, sich komplett von den USA zu entkoppeln. Man verkauft Staatsanleihen und kauft offensichtlich Gold, Silber und andere Metalle. Hier sehen wir mal die Umsätze. Long Open Interest an der Shanghai Future Börse für Gold. Da ist es deutlich nach oben gegangen. Das ist ein Zeichen, dass also sowohl der Staat als auch wahrscheinlich die Chinesen, die jetzt Verluste haben durch fallende Immobilienpreise, mehr und mehr auf Gold setzen. Deswegen jetzt der Versuch auch der Regierung, die Immobilienpreise zu stabilisieren und sich vom Dollar zu entkoppeln. Man hat jetzt ein Arrangement zwischen Indien, den Malediven und China, dass man den Einfuhren in lokaler Währung settelt und nicht mehr im US-Dollar. Übrigens, Indien und China sind die Hauptverantwortlichen für die Verschmutzung der Weltmeere. 90% des Plastikmülls kommt aus diesen 10 Flüssen. Zum Glück sind bei uns die Gurken hüllenfrei und die Plastikstrohhalme verboten. Das zeigt so ein bisschen, wie wir glauben, auf einem eigenen Planeten zu leben. Wenn wir wirklich diese Probleme lösen wollen, dann müssen wir dahin, wo diese Probleme sind oder ausgelöst werden. Indien, China, das gilt für CO2 oder für eben die Klimathematik genauso wie für hier diese Verschmutzungsthematik. Das ist das große Problem, dass wir das irgendwie nicht auf die Reihe kriegen. Möglicherweise ist der Hochpunkt der chinesischen Verschmutzung jetzt schon überschritten. Hier sehen wir zum Beispiel mal die Stahlproduktion. Bloomberg titelt hier Falling Emissions Signal Peak Carbon May Already Be Here. Also vielleicht haben wir da den Gipfel erreicht und es geht bergab. Wir werden sehen. Jedenfalls
sagte China, wir sind hier deutlich dabei aufzuholen in Sachen Chips gegenüber etwa den Amerikanern. Und ein wichtiger Punkt sind eben auch Demografie, Geburtenraten. Und wir sehen, die Chinesen haben ein Riesenproblem mit Geburtenraten, die werden immer weniger. Zwischen 400 und 800 Millionen werden sie noch sein im Jahr 2100. Jetzt angeblich noch 1,3, wahrscheinlich schon deutlich weniger, weil die Provinzen Anreize haben, hier ihre Bevölkerungszahl sozusagen zu übertreiben. Aber hier sehen wir, das Einzige, was in dieser Welt noch wächst in Sachen Bevölkerung, ist Afrika, und das heftig. Wir sehen, Subsahara-Afrika wird sich verdoppeln bis 2050. Wo sollen diese Leute hin? Die werden nicht nach China gehen, die werden nicht in arabische Länder gehen, die werden nicht in die USA gehen können, die wollen alle nach Europa. Und für uns stellt sich dann die Frage, was tun, wenn wir diese Zuwanderung, diese Einwanderung erlauben, dann werden unsere Sozialsysteme kollabieren, wenn wir diese Leute sozusagen nicht reinlassen, komplett uns abschließen, ist das nicht human, es ist also eine unschöne Wahl, wir werden uns letztendlich für Letzteres aber entscheiden müssen, es wird nicht anders gehen, es ist unschön, aber man muss diesen Dingen ins Auge blicken, weil es nicht anders geht, wir können nicht hunderte von Millionen Leuten irgendwie reinlassen und glauben, das Ganze funktioniert. Jetzt kommen wir mal zu dieser Geschichte mit China und Russland. Ja, kürzlich dieses Treffen zwischen Putin und Xi Jinping, und man hat eine seltene Geste gesehen zwischen Putin und Xi Jinping, eine herzliche Umarmung mehrfach, das ist eigentlich ziemlich unchinesisch, kann man sagen. Das zeigt eine tiefe Verbundenheit und einen tiefen Deal. Jetzt hat man sich bei diesem Treffen auf viele Sachen nicht einigen können, zum Beispiel chinesische Banken, die fürchten, mit Russland Geschäfte zu machen, wegen den Sanktionen des Westens und dann praktisch dem Ausschluss aus dem Dollarsystem. Also machen sie es auch nicht. Da hat China keine Konzessionen gegeben und gesagt, wir machen es trotzdem auch auf das Risiko hin. Aber was, wie Michael Khodorkovsky hier rausstellt, ist, dass man offenkundig jetzt in Reaktion auf das, was die Amerikaner gesagt haben, nämlich wir erlauben den Ukrainern direkt auf russisches Territorium auch zu schießen, dass jetzt eben China bereit ist, wirklich Militärhilfen auch direkt zu geben an Putin, an Russland. Und das bedeutet, wie Khodorkovsky hier zeigt, dass eben die Auffassung, dass irgendwann Russland nicht mehr in der Lage ist, die Ressourcen nicht mehr hat, diesen Krieg zu führen, praktisch sich erledigt haben. Jetzt auch eine neue Analyse, die sagt, naja, China wird vielleicht Taiwan gar nicht erobern wollen, aber praktisch abschnüren, so was wir kürzlich bei dieser Militärübung gesehen haben, als ja Taiwan komplett umzingelt war. Innerhalb weniger Tage, Wochen wäre dann Taiwan sozusagen nicht mehr überlebensfähig. Das ist eine Dimension, die sozusagen hier auch der Fall ist. Also wir sehen, da ist schon einiges in der Mache. Auf der anderen Seite dann diese Grabesruhe an den Märkten, die kann weitergehen, gar keine Frage, die Kurse können weiter steigen. Es geht nicht darum, dass heute oder morgen die Kurse fallen, aber dass wir uns mal dieses Big Picture irgendwie ins Gedächtnis rufen. Hier übrigens nochmal Japan. Hier sehen wir Anstieg der Inflation, hier eine Messgröße, die vor allem Service Producer Prices misst, also Goods und Services in diesem Bereich. Und hier ein deutlich höherer Anstieg, der wahrscheinlicher macht, dass die Bank of Japan die Zinsen anheben muss. Und das ist eben auch dieses Dilemma. Die haben gedacht, du kannst mit Modern Monetary Theory irgendwie die ganze Geschichte lösen, also Schulden machen ohne Ende. Jetzt aber ist die Zeit vorbei, wo die Inflation niedrig ist, und die Zeit vorbei, wo die Produktivität hoch ist, ist in Deutschland. Hier sehen wir mal kaum noch Produktivitätssteigerungen. Wir haben jetzt im letzten Quartal minus 1,3%. Wir werden also unproduktiver. Rainer Zittelmann sagt, naja, aber egal, dafür haben wir doch tolle Fortschritte beim Gendern gemacht. Und die mit deutschem Geld finanzierten Projekte für gendergerechte Klimagerechtigkeit kommen überall voran. Da muss man ihm recht geben, ja. Also da gibt es Erfolgsbeispiele, die wirklich grandios sind. Und jetzt könnte Deutschland aber der Ausstieg aus der Atomkraft ein bisschen auf die Füße fallen, denn in der EU gilt Atomkraft als klimaneutral, also als positiv. Und jetzt ist es zum Beispiel bei der Produktion von Batterien so, dass Deutschland praktisch hier keine Batterien mehr herstellen können wird, vielleicht aufgrund von EU-Regularien, weil die EU sagt, naja, wie du das machst hier mit deinen Kohlekraftwerken und so weiter, das geht aber nicht. Dagegen Länder, die Atomkraft haben, die sind da deutlich besser aufgestellt. Also man sieht, wie
naja, begrenzt rational die deutsche Politik ist. Man braucht offenkundig Geld, deswegen will jetzt Lindner auch deutsche Fachkräfte im Ausland besteuern. Und Harald Martenstein bringt es auf den Punkt, der Westen sieht seinem Abstieg tatenlos zu. Er wehrt sich nicht gegen seine Feinde, glaubt nicht mehr an sich selbst, beziehungsweise ist so besoffen von seiner moralischen Überlegenheit. Das fängt an bei Kindern, kaum noch Ehrgeiz oder Leistungswille, Abschaffung der Bundesjugendspiele zum Beispiel, finde ich auch irgendwie warum. Aber ist durchaus typisch. Neil Ferguson beschreibt, wie eben Europa aufgestiegen ist. Waren ja immer schon nicht viele Leute im Vergleich zu anderen Erdteilen. Aber was man hatte, war eben Kapitalismus, war Wettbewerb, war Wissenschaft, war freie Wissenschaft. Jetzt schaffen wir Wettbewerb ab, schaffen Kapitalismus ab, haben Zentralbanken, die sozusagen eine Art Planwirtschaft machen, die dann durch Regierungen wie etwa die unsrige eben noch verstärkt wird, indem man sagt, naja, wir haben eine Vision für wo wir hinwollen in Sachen Klima, dementsprechend geben wir die Vorgaben an die Wirtschaft, die sie dann umzusetzen hat. Der Westen setzte lange Zeit auf Kapitalismus. Jetzt ist das vorbei. Und das ist eben der Punkt, solange wir das nicht schnallen, dass wir ein echtes Thema haben und uns in Bereichen wie Gendern aufhalten, dann haben wir ein echtes Problem. Abschließend zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Bitcoin fällt, gestern noch über 70.000, aber da ist etwas passiert mit MT Gox. Was genau erfahren Sie in diesem Artikel? Bitte weiterleiten, weiterempfehlen über Social Media Button, die Sie hier oben sehen. Und die zweite Empfehlung, ja, die Janet Yellen, die hat ihren Glauben verloren, dass die Zinsen jetzt deutlich fallen. Also sagt sie, wir müssen die Einnahmen erhöhen. Wie machen wir das aber? Hochinteressant. Zweite Empfehlung. Ich empfehle mich jetzt auch und sage Servus und Ciao.